Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Schatz. Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Es wird alles Ort gut, oder? 111. Eine bessere Zukunft. Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir wären alle. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen ja, ja, aber die da oben nicht mehr. Für die ist es zu spät. Voltec ist für Sie da. Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Männlich. Männlich. Alles okay. Hier entlang bitte. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich an, Anziehend. Einfach hier entlang. Okay. An den Tisch heran. Willkommen. Nehmen Sie sich dort einen Anzug. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Hey, das war eine Atombombe. Eine gottverdammte Atombombe. Danke. Neu hinzugefügt. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt, hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Okay. Voltec-Arzt. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Okay. Sehr düster hier unten. Sir, alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Okay. Prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Alles wird gut. Papa ist doch da. Okay. Schatz, kannst du. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Ja. Bewohner sicher. Oh Gott. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5. Ey, was soll das? 3, 2, nein. Ich sage Ihnen das nur einmal. Komm schon,
Das muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott. Kritischer Fehler in Kryoanlass. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Jetzt hier auch jemand. Warte, hier sind mehr Leute dran. Hier. Der tot sind, glaube ich. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Okay, ja, wir verlassen ja schon. Glaube ich. Typ. Okay. Ein Computer benutzen. Kyro-Anlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu bla bla bla. Kapselnstatus. Nicht die von uns. Wahrscheinlich alle tot. Verstorben. Ersticken. Die sind alle erstickt. Die sind alle erstickt. Schon fängt Sammeln an. Unzugänglich. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangs. Mach ich hier auf. Bitte wenden Sie sich an die irgendwo was mitnehmen. Wartungsmitarbeiter. Die oder vielleicht? Nein. Da noch was? Hier? Nein? Gut. Okay. Schlagstock. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich unverzüglich. Jetzt könnt ihr mir nichts anhaben. Das ist Vorkriegsgeld. Ja. Augenschutzklemmbett und Zigarette und was? Stange Zigaretten und Superkleber. Nice. Stimpack. Das ist wichtig. Habe ich die. Nein. Nein. Kann ich den benutzen? Sicherheitsdämmer. Ja. Sicherheitsanweisung, Betriebsprotokoll. Okay, nichts Interessantes. Werde das nicht alle Computer hier durchlesen. Wie? Waffen? Nein. Ja. Auch nicht. Naja, werde ich später auch nicht rausfinden. Sachen müssen wir mitnehmen? Nein, nein, nein. Okay, schade. Schlagstock haben wir ja schon. Was ist denn das? Au! Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Ja. Oh, nicht hinsetzen. Nein. Oh. Das wird mir öfter passieren, das weiß ich jetzt schon. Nee. So. Ich möchte auch nur Kaffeetasse und. Wieso kann ich auf den Tisch setzen? Rüsten wir wieder aus. Hockeysgeld, Kaffeetasse. Bierflasche. Kann mir alles verwerten. Das Spiel ist schon ein bisschen nicht wirklich gut, aber ich wollte gerade sagen, ich kann das Becken nehmen. Sonst noch was? Kühlschrank? Nö.
trinken wahrscheinlich eine schlechte Idee. Kriegen wir Reds dazu. Und dunkel was drin? Was ist das? Ups. Au. Au. Hü. Noch was im Clan? Hätte ich jetzt auch einfach... Ah. Toll. Der Idiot des Tages. Egal. Einen starken Angriff auszuführen. Hey, ich hab doch geblockt. Regenerieren wir uns? Ah, anscheinend nicht. Na, wegen Reds, die irgendwie nicht angezeigt werden. Oh, eine Knarre. Geil. Oh, ho, 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 ho. Oh, ich krieg Waffen. Ja, Mann. Jetzt geht's ab. Und ein Terminal. Aufseher-Terminal. Achso, mit dem Steuerkreuz. Alles klar, okay. Anweisung für Aufseher, Kryolator. Okay, so. Ja, die möchte ich ausrüsten. Ah, da, danke. So, jetzt Muni habe ich schon. Den Sperren Meister kann ich nicht einfach. Nett. Dich hole ich mir später. Sie entsperren Meister ist heftig. Zigarettenpackung. Militärpatrone. Schlagkammer. Oh, right away. Bei Schusswaffe fühle ich mich jetzt fast schon mal sicherer. Mit einer scheiß Nahkampfwaffe. Nur übers Terminal. Achso, okay. Das habe ich jetzt nicht drauf gemacht. Falls ein Jung. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Du musst dich hier alles aktivieren. So. Evakuierungstunnel öffnen. Typ. Okay, immer erst zielen. Ups. Ne. Wieso werden mir die Dinge nicht angezeigt? Achso, mit vier. Achso, okay. Mit vier Stärke weg und hoch raus. Ne? Also auch im echten Leben, wenn du was, wenn du hier, ne? Wenn wir. Steckst du mit vier weg und mit vier holst noch wieder raus. So, du bist das, ne?
Na. Ich bin ja voll blamieren. Mich nachladen. Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal fetten Red Array reinziehen. Was zum Henker? Oh Gott, da kann ich auch noch lang. Uni. Stuhl sitzen, ja, erstmal hinsetzen, so wie wir schon ein paar Mal gemacht haben. Ah, hier ist sie. Wolltür. Ah. Nee. Nice. Mit X benutze ich das. Haben wir nur Schaden gekriegt. Toll. Da ist so. Oh, mit dem Kreis gehen. Okay. Ich nehme nicht leben. Ich weiß, ich bin nicht der beste Spieler, ich spiele, wie ich will. So, ja. Wahrscheinlich müssen wir erstmal mit dem roten Knopf drücken. Oder so. Wusste ich. Und bap. Verlasse Vault 111. Fertig. Verlasse den Vault. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault Tech entschieden haben. Krieg bleibt immer gleich. Es ist schön, auf eine sehr traurige Art und Weise, aber es ist schön, finde ich jetzt.
Ah, da kommen wir wieder rein. Ventilator meine ich. Korkorken. Nee. 10 Millimeter Patrone, Aschenbecher. Sonst nix. Oh nein. Sind das hier die? Nein, ich meine die an. Nein, sind das nicht die Typen denn? Prepare for the future. Sanctuary. Cotsworth! Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Was ist passiert? Cotsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einsetzt. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Cotsworth, ja. Du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnt. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Oh Gott. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken.
als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Oh nein. Danke, Cotsworth. Dankeschön. Oh nein. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Klar. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Jetzt möchte ich aber erst Inventar. Hilfsmittel diverses. Gott. Oh Gott. Mann. Orte feindliche Kuckuck. Gebäude. Der fliegen. Dankeschön. Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit! Ist klar. Suchen wir weiter. Ernsthaft? Ernsthaft? Hast du das geschafft? Hey, Cotsworth. Nein, ich... Aber ich bin immerhin da. Hier wollte ich hin. Hängst du jetzt Enter fest? Unser Haus? Nein. Holzblock I und D. Baumwolle. Maulwurfsrattenzähne. Hä? Kann ich mal euch beklauen? Sie ist so tot. Sie wäre das andere.
Fernseher aktivieren. Scheiße. Ich glaube, da muss ich eben neu laden. Das ist dann auch die gute Möglichkeit, mal eben die Aufnahme zu beenden. Naja, wir sind in der Apokalypse und die Dosen nehme ich noch mit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal in Fallout 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.